Ja, wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Konzert mit Olaf Schubert. Der Künstler ist sehr aufgeregt. Er ist heute das erste Mal in Köln und immer, wenn er das erste Mal in einer für ihn fremden Region ist, ist er also besonders aufgeregt. Viele Menschen kennen Olaf Schubert vielleicht aus anderen Regionen, vielleicht aus Düsseldorf. Für die, die ihn noch nicht kennen, habe ich eine kleine Einleitung vorbereitet. Die, die ihn kennen, können natürlich trotzdem zuhören. Ich möchte niemanden ausgrenzen. Ich möchte nicht beginnen, die Menschen zu unterteilen in Wertes und in Unwertes Leben. Also in Menschen, die Olaf Schubert schon kennen und die, die ihn noch nicht kennen. Ich würde vorschlagen, wir tun einfach alle so, als würden wir den Künstler noch nicht kennen. Dann macht das Zuhören für alle gleichermaßen viel Spaß. Auch ich werde so tun, als würde ich den Künstler noch nicht kennen. Denn dann macht der Abend auch für mich einen Sinn. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, im normalen Konzertprogramm lese ich jetzt eine ungefähr dreiviertelstündige Ankündigung vor. Das können wir uns klemmen, weil es eh nicht gezeigt wird. Und deswegen komme ich jetzt zum letzten Satz. Und wir tun einfach so, als hätte ich vorher schon zwei Seiten viel lustiges Zeug vorgelesen. Und so wird Schubert auch heute den Beweis antreten, dass er trotz seiner Pole Position im Tempodrom des pauschalen Protests auch nach dem Startschuss noch bei ihnen ist. Und er ist und bleibt das, was er immer war. Der große Gedankengigant der Gegenwart, die geistige Start- und Landebahn für die philosophischen Luftschiffe der Zukunft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Olaf Schubert. Da bin ich also. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für diese warme Empfängnis. Und ich begrüße also alle auf das Allerintensivste hier im flammenden Inferno. Genau das richtige Ambiente, also um unser Konzertprogramm zu präsentieren. Ne? Meine Kämpfe. Und dieser Titel ist natürlich programmatisch gewählt. Es sind also viele Kämpfe, die ich zu bewerkstelligen habe. Klar, ne, also für einen Kampf würde ich nicht aufstehen. Und den härtesten Kampf kämpfe ich natürlich im Endeffekt mit mir selber. Es ist ein stetes Ringen mit meiner Gesundheit, ohne hier zu jammern. Aber nein, es war nicht immer leicht. Ich war oft kränkelnd. Also das war schon als Kind. Ich kam ja als Kind auf die Welt. Ne? Direkt nach der Geburt war ich Kind. Also da war ich so ein kleiner Halbspacker Lulatsch. Ich war so, ne, so und heute so ein Schrank. Ne? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber oft war ich erkältet. Ne? Ich habe unbedacht draußen beim Spielvorgang im offenen Raum, also während der Ausübung von Freizeit, ne, wir haben ja so eine Wiese, ich komme ja aus der Stadt, so eine Betonwiese, und ne, da habe ich unumsichtig agiert und zack, hatte ich mir eine Streptokokke eingetreten. Ne, irgendeinen virulenten Tuberkel, eine keimige Miasme, und dann feierte dieser Erreger Orgien des Frohsinns in meinen geschundenen Habitus. Ne? Ich lag auf dem Matratzenlager und rekonvaleszierte dröge vor mich hin. Und das war dann der Moment, in dem dann meine Großmutter ans Bett kam. Also ich habe ja zwei Großmütter. Es war meine Großmutter väterlicherseits, also Oma Manfred. Und sie hat mich dann getröstet und hat gesagt, siehste, Olaf, jetzt bist du krank. So.
Und da habe ich immer gesagt, halb so wild, Hauptsache gesund. Und das weckte aber bei mir natürlich schon ein gerüttet Maß an Interesse an diesen medizinischen Themen. Zumal ich ja aus einer medizinisch vorbelasteten Familie stamme. Ne, ich bin ja Spross einer schon viele Generationen währenden Chirurgendynastie. Das ist alter sächsischer Amputationsadel. Die meisten meiner Eltern sind Chirurgen. Ja, also eigentlich alle außer meiner Mutter. Also die Älteren kennen vielleicht noch meinen Vater, Professor Schubert. Er hat in Berlin gewirkt, in der berühmten Charité. Ne? Dort hat er Hand angelegt und Bein abgelegt. Er hat Eingriffe vorgenommen bei vielen berühmten Persönlichkeiten, bei Sportlern, bei Künstlern, bei Politikern. Er hat auch unsere heutigen Bundeskanzlerin damals, er hat ihr die Prostata entfernt. Mehrfach. Ja. Immer wieder nachgewuchert. Aber es war ein kleiner Schnitt für ihn. Und wie gesagt, demzufolge war eigentlich auch für mich eine medizinische Laufbahn vorgesehen. Ich habe mich aber anders entschieden. Trotzdem habe ich immer noch ein gerüttet Maß an Interesse an diesen Themen. Und ich weiß demzufolge auch, die häufigst auftretenden Beschwerden innerhalb unserer Gesellschaft sind Rückenprobleme. Das hat gesessen. Ja, aber wenn man wie ich mit Fakten arbeitet, kann ich das natürlich numerisch unterbuttern. Es gibt ganz alarmierende Zahlen. Denn fast 85% aller Männer und circa 70% aller Frauen haben Rückenprobleme. Das sind insgesamt über 150%. Das heißt, statistisch gesehen, mehr als jeder Einte. Fast schon jeder Anderthalbte hat Rückenprobleme. Oder hatte Rückenprobleme oder wird Rückenprobleme bekommen. Ja. Und da sind noch gar nicht die eingerechnet, die gerne Rückenprobleme hätten. Ne? So, die mit niederen Krankheiten abgespeist werden, so hier Fußpilz oder was so, ne, was so rumliegt. Gott sei Dank aber wird natürlich mittlerweile durch den medizinischen technischen Fortschritt vorgebeugt. Es gibt auch völlig heterogene Therapiemaßnahmen und da gibt es auch sehr differente Ansätze. Ne? Einerseits wird ja gesagt, verantwortlich für Rückenprobleme wäre der orthopädische Grund, ne? Falsches Heben von Lasten oder falsches Absetzen von Lasten oder falsches Stehenlassen von Lasten. Ne? Wieder andere Ärzte aber gehen es von ganz anderer Seite an, die sagen, verantwortlich sind nur genetische Ursachen, also DNS, DNA, das ist nicht richtig verzahnt, dadurch kommt es zu Knorpelmengenke, also das führt zu Anomalien im Wuchs, also Asymmetrie in der Leibesdarreichung des Probanden. Das heißt, man ist also nicht richtig gleichmäßig gewachsen. Ja, davon bin auch ich betroffen. Also, wenn ich jetzt so normal dastehe, sieht man es nicht. Sondern das sind nur Mikro, also das erkennt man mit bloßem Auge, wirklich nur unter dem Mikroskop. Aber bei mir ist es so. Ne? Bei mir ist nur ein Bein gleich lang. Ja. Die wissen auch noch nicht welches. So, ne? Ja. Thank you.
Das ist problematisch, ne? Denn also, wenn beide zu kurz sind, ist es egal. Ne? Aber wenn nur ein Bein gleich lang ist, dann muss man Medikamente nehmen, dann gibt es Tabletten. Da gibt es Tabletten, die sind unterschiedlich dick, die werden dann unter die Ferse genagelt. Ne? So. Und wenn beide Beine zu kurz sind, ist es nicht so wild, dann bekommt man Einlagen in den Schlüpfer. Ne? Dann wird der Körper aus dem Zentrum angehoben. Und die Beine können dann auch unten weiter wachsen. So, und dann irgendwann ist man klein genug und wächst nach oben. Ja. Aber ich bin ja jetzt nicht gekommen, um hier medizinische Details aufzulisten, sondern meine eigene ganz persönliche Überzeugung ist ja auch eine ganz andere. Ich denke, es sind gar nicht so physische Ursachen, sondern eher die mentale, prinzipielle Lebenseinstellung des Individuums ist entscheidend. Ne, bin ich eher so negativ, ne, so gramgebeugt, von Sorge gedückt? Oder bin ich eher so ein optimistischer Typ? Ne? Also, ja, zum Leben sagend. Also, so versuche ich ja auch selber rüberzukommen. Ne? Kopf hoch, Brust raus, Rücken raus, Blinddarm raus. Ne, Stirn zeigen, so, ne, und also auch was machen. Wenn ich zum Beispiel mal Rückenschmerzen habe, dann mache ich was dagegen. Ne, dann gehe ich in die Rückenschule. Ne, und wenn das nicht hilft, dann bleibe ich noch im Rückenhort. So. Also, wenn man so lebt, dann wird also auch der Habitus den Anforderungen in Folge leisten und über diese für mich wirklich wichtige Erkenntnis habe ich ein Lied geschrieben, das ich jetzt spielen möchte. Das Lied heißt Ich bin ich. So. Check, Tü. Sire. Ja, ich bin jetzt hier. Ja, das nächste Lied. Nein. Eine kleine Justage. So, aber jetzt kommt das Lied, das wie dort heißt. Ich lasse mich nicht betrügen und ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich verlasse mich auf meinen Verstand. Ich baue kein Schloss aus Sand. Ich bin ich und ich ändere mich nicht. Ich bin ich und selbst wenn ich jemand anderes wäre, dann wäre ich er. Ich. Vielen Dank. Eine Strophe, ein Refrain ist es noch, dann haben wir es geschafft. Ich kämpfe gegen Oberflächlichkeit und gegen Unterwürfigkeit. Ich kämpfe gegen Mittelmäßigkeit und viele andere Sachverhalte. Ich würde auch kämpfen gegen Atomkraft und laute Nachbarn, aber das liegt leider nicht im Rahmen des zeitlich Machbaren. Doch ich bin ich und ich ändere mich nicht. Ich bin ich und ich bleibe wie ich bin. Ich bin ich und ich ändere mich nicht, denn nur so habe ich Rückenwind im Gesicht. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja. Gleich zu Beginn des Abends einer meiner stärksten Songs. Und ich spüre deutlich, dieses Lied hat Interesse geweckt und ich auch hoffentlich auch daheim am Empfangsbolzen. Und um nun weitere Lieder spielen zu können, möchte ich die Gelegenheit nutzen, meine beiden musikalischen Begleiter recht herzlich hier auf der Bühne zu begrüßen. Und zwar Jochen Barkas an der Holzgitarre und Herr Stefan an der Bassgitarre. Tja, ich will jetzt nicht nachrechnen, aber wenn ich hier mal so einen groben Überschlag mache, dann müssen wir feststellen, Herr Stefan ist säumig. Das ist zumindest mein Eindruck, so ganz spontan. Also, ich sag mal so, er ist jedenfalls nicht da. Ich denke, da herrscht Konsens. Also, wenn er da wäre, würde es ihm erheblich an Präsenz mangeln. Man sagt ja in Fernsehfachkreisen dann, glaube ich, in diesem Moment zu transparent geschminkt. Ne? Gäbe es dann gleich einen Make-up-Tipp hier von hier Heidi Klum oder wie die Schranze heißt. Also ich bin mir aber relativ sicher, es handelt sich hier nur um eine organisatorische, suboptimale Konvergenz. Also er wird noch kommen, denn immerhin Jochen Barkas hier ist ja auch schon mal da. Da muss man einfach sagen, auf ihn ist wirklich Verlass hier. Unser Streber. Ja, fahren wir fort im Programm und in meiner Funktion als Bundes-Olaf und Zentral-Schubert beschäftige ich mich mit Problemen. Als Konfliktnomade eile ich global von Problem her zu Konfliktszenario. Und ich habe alle relevanten Punkte, die dieses Jahr bis jetzt anstanden, mal zusammengefasst zu meiner Konfliktagenda. Und ganz oben steht natürlich die Krise. Ganz klar, die Bankenkrise, sie kommt aus Griechenland. Ohne Ihnen die Schuld in die Schuhe zu oder in die Sandalen. Ne, aber es passt ja auch schon phonetisch, ne? Wenn man Griechenland ein bisschen undeutlich ausspricht, so Griechenland, das ist ja, ne, das ist, schon da beginnt der Hamster zu humpeln, ne? Das ist ja so, ne? Griechenland im Gegensatz hier Bulgarien, ne? Das steht im Raum, so. Also, ja, das ist wirklich bitter, was da passiert, aber es ist natürlich auch nur konsequent, denn das ist ja dort so ein bisschen die ganze Mentalität, so, ne, so, ja, Rente ab 12 und, ne, Steuern nur auf Winterreifen, da ist so allgemein ein bisschen Schlendrian, kann man nicht anders sagen, ne, der Costa, der Spyros und der Meningitis, so, ne, die machen dort einen auf lässig, wie es dann in dem Buch steht, ich trinke Uso, was machst du so, ne, ja. Die könnten ja auch mal aufhören zu feiern und stattdessen mal in den Keller gehen und ein paar Drachmen feilen. So. Sind das die griechischen Slotti, sind das Drachmen? Ja, das gibt ja. Und nun
ist es also so, dass das gesamte Eurowesen, unser schöner, guter Euro, ins Wanken gerät. Und ich sag mal so, als Laie weiß man ja sowieso nicht, was das alles bedeuten soll. Ne? Also so eine Bankenkrise, das sind ja ganz komplexe Zusammenhänge, ne? Hier Leerverkäufe und Aktien und Hedgefonds. Kein Mensch weiß, was Hedgefonds sind. Ne? Ich habe mir schon ein paar Mal gesagt, Mensch, Hedgefonds, hedge mal ein paar gekauft, dann hedge jetzt Fonds. So, ne? Aber das bleibt für den Laien sehr abstrakt, ne? Denn die Krise, ja, was ist das? Ne? Also, ungefähr so sieht sie aus. Da können wir jetzt nur noch hoffen, dass es nicht ganz so schlimm kommt. Aber es gibt im Wesentlichen nur zwei Möglichkeiten. Inflation und Deflation. Also das kann passieren. Bei der Inflation, da wird das Geld immer weniger wert. Das war schon mal vor geraumer Zeit. Ne, da gibt es dann auch immer größere Geldscheine. Da gibt es dann Tausende, Hunderttausende, Millionen Geldscheine. Irgendwann ist das Geld gar nichts mehr wert. Dann wird das nach Gewicht rausgegeben. Eine Tüte mit 100.000 Euro Schein kostete damals dann 12,80 Mark. Ne? Ist aus heutiger Sicht billig, aus orthopädischer Sicht schlecht für den Rücken. Ne? Und bei Deflation ist es genau andersrum. Da ist das Geld so viel wert, das ist dann auch schon wieder furchtbar. Ne? Da hat man eine Mark und geht in den Elektroladen, will eine Batterie holen und dann heißt es, nein, jetzt nehmen Sie noch einen Computer mit und der Flachbildschirm, Pudelkrematorium und dann irgendwie, das ist auch wiederum schlecht für den Rücken. Ja. Also, da müssen wir sehr gespannt sein, was die Euro-Krise uns noch bringt. Da werde ich mein Geäug sorgfältigst darauf werfen. Punkt 2, wesentlich erfreulicher, der Aufstand in der arabischen Welt, ne? Dort widersetzen sich die Menschen gegen Unterdrückung und Despotie. Und wir hier in Europa versuchen natürlich, die Menschen dort zu unterstützen. In Ägypten, in Tunesien, in Libyen. Aber ist ja gar nicht so einfach. Ne, wenn man zu so einem Diktator dort sagt, bitte hör auf. Ne? Mit aller Schärfe. Dann sagt er, oh nö, ich will nur ein bisschen unterdrücken und so. Also, dem ist gar nicht so leicht beizukommen. Also, hier bei Bin Laden war das einfacher. So, ne? Der wurde liquidiert. Der hat es ja auch wirklich unbeliebt gemacht. Ne, da war ja die Sache mit den beiden Neubaublocks. Ja, das war. Das war eine Frechheit zu viel. Da wurde gesagt, nein, der wird jetzt totgeschossen. Bin Laden, also insofern ist ja Bin Laden auch nicht mehr aktuell, jetzt eher War Laden. Ne? Und die Sicherheitsexperten rätseln schon, ne? Was kommt jetzt? Nachladen. Da wurde also ziemlich rigide ein Schussstrich gezogen. Bleiben natürlich auch viele Fragen offen. Jetzt wird also nie geklärt werden, der 11. September, war es Verschwörung, war es ein terroristischer Akt oder war es der erste Fall von bemannter Architekturkritik? Also, das kann man aber, wie gesagt, bei einem Typ wie in Syrien oder bei Gaddafi, da kann man das nicht machen. Da gibt es politische Verbindlichkeiten, die waren alle schon mal hier. Und deshalb konnte man bei Gaddafi nur sagen, dort ist er, macht mal selber. Ne? Und deshalb bin ich froh, dass ich da gar nicht entscheiden muss. So, nach dem Motto, ja, Bin Laden, den darf man liquidieren und Gaddafi vielleicht und die Merkel nur betäuben. Also, das sind wirklich sehr komplexe Zusammenhänge. Der dritte Punkt ist in der ähnlichen Region angesiedelt, der Palästina-Konflikt, ne? Der zwischen Palästina und Israel schwelende Streit immer
gibt es Raufhändel, immer gibt es Zank, es wird sich gehänselt. Ne? Immer im Fokus der Weltöffentlichkeit der Nahe Osten, immer von den Diplomaten, immer der vierte Punkt, der vierte Punkt ist der innerdisziplinär geschlechtliche Konflikt, also die Ehe, im Endeffekt der Nahe Osten in der Küche. Ne? Ein Konfliktherd auf Ceran-Basis. Es ist bedauerlich, denn eigentlich ist ja die Ehe eine gute Institution. Ja, es beginnt am Anfang mit Verliebtheit. Hormon gepeitscht, wird sich behüpft. Ne? Wie vom wilden Hans gebissen, wird aufeinander einkohabitiert. Ne? Da wollen Sie es wissen. Ne? Die Ute und der Rocco. Die können gar nicht genug kriegen voneinander. Die Namen waren jetzt natürlich von mir geändert. Also, es ist aber nicht lange vorhalten, dieses emotionale Hoch, sondern es kommt dann irgendwann so, ja, nach einigen Jahren dann so zu Auflösung und Zersetzungserscheinungen, tumpes Gemache, bräsiges Gehabe, stagnierendes Geonke. So, man hat sich nichts mehr zu sagen, obwohl der Mann diesen Zustand ja intuitiv vorbeugt, ne, indem er nicht zuhört. Wir hatten ja mal den einen Fall im Bekanntenkreis, da war ein Pärchen, die waren 3 Jahre zusammen, dann haben sie sich getrennt, sie hatten sich nichts mehr zu sagen. Nach 2 Wochen kamen sie noch mal kurz zusammen, der Frau war noch was eingefallen. Aber dann, Ende Gelände, ne, man stolpert über menstruale Minenfelder. Und es ist dann meist der Mann, der aus dieser Sackgasse ausbricht. Er entwickelt doch enorme Fliehkräfte. Und wenn der Mann dann erstmal, ich weiß ja nicht, wie offen man hier reden kann, also wenn der Mann erstmal eine Probebohrung vorgenommen hat, dann. Dann ist es zu spät, die Frau ist verknatzt und sie geht zum Anwalt und reicht die Scheidung ein. Oder sie klärt die Sache schnell und unbürokratisch, sie kontaktet den Albaner. Wie heißt es so schön? Frohe Ehe aus der Traum, der Gatte liegt im Kofferraum. Ja, eine sehr diffizile Problematik. Wird deshalb heute auch noch mal gesondert erörtert. Das war der vierte Punkt. Und nun der fünfte und letzte Punkt. Liest Bas Lost. Bas liest. Not. Ich möchte so ein bisschen internationales Flair an den Abend bringen. Der fünfte Punkt, die Umweltproblematik. Liegt mir sehr am Herzen, ist mir quasi an die Milz getackert. Also. Auf diesen Aspekt wurde ich auch nur durch Zufall aufmerksam, wie es so oft ist im Zufall, wie es so oft ist im Leben. eine kleine orale Spasme. Und zwar, ich weiß noch genau, wie trug es sich zu. Ich war einkaufen, oder genauer gesagt, meine Freundin war einkaufen. Ich war derjenige, welcher sie beglitt. Und sie kaufte ein. Wirklich völlig übermotiviert hat sie in die Auslage reingegriffen, mit ihren Prank alles angedalbt und die Produkte, wirklich mit geschwellter Brust hat es nur so runtergeregnet in den Einkaufslaster. Sie kaufte und kaufte
Sie kuf und kuf. Und das habe ich mir eine Weile angeguckt, dann ist mir der Geduldsfaden gerissen und dann habe ich den rhetorischen Schwengel rausgeholt und habe gesagt, also pass mal auf, jetzt hör mal zu, mein liebes Fräulein, meine, hier, wie heißt sie? Carola, genau, ja. Genau, Carola, aber was nutzt der Name, wenn mir das Gesicht dazu nicht einfällt? Wir sind schon sehr lange zusammen und da bin ich gelegentlich emotional erblindet hier in der Libido-Drüse. Jedenfalls habe ich ihr dann gesagt, pass mal auf, wir können nicht einfach irgendwelche Produkte kaufen, denn als Verbraucher sind wir auch Konsument. Und diese Doppelverantwortung heißt, wir müssen umweltgerechte Produkte erwerben. Das ist ganz wichtig, denn zur Herstellung jedweden Gedönses werden Ressourcen verwendet, die nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Die sind irgendwann alle, irgendwann ist Schluss mit Erdöl, mit Erdgas, mit Erdbeeren haben wir noch. Da habe ich eine kleine Flachsrakete eingebaut hier. Wenn wir gut vorwärts kommen, können wir sowas vielleicht nochmal machen. Also, die ganzen Ressourcen, ne? Kohle, Nickel, Bauxit, Draht, die sind irgendwann alle. Und diese Rohstoffkneppe werden wir noch im privaten Bereich zu spüren bekommen. Das ist jetzt schon prognostiziabel. Also wenn in 10 Jahren noch jemand Kohle im Keller hat, und das finden die raus. Ne? Über Google. Ne? Google wird ja immer exakter. Ne? Das fing an, Google World, dann Google Map, jetzt Google Street und in 5 Jahren Google Keller. Dann sind sie drinnen im Objekt. Ne? Dann wird das Kompott gescannt. Dann wird rangezoomt, dann sehen die, aha, hier hat jemand Kohle eingekocht, Braunkohle, also schon entsteint. Und dann wird das sofort gemeldet an die CIA. Die CIA schickt dann so einen Sturmtrupp, ne, dann rückt der an, der Dschihad. Der GI. Ne? So, dann wird der Keller umstellt, der Keller wird gestürmt, im Keller wird eine Demokratie errichtet, das Zeug wird konfisziert und kommt ins Museum. Und dieses Horrorszenario, das ich hier nur grob umriss, können wir noch abwenden, wenn wir jetzt auf regenerative Energien umrüsten. Es gibt positive Ansätze, zum Beispiel Sonnenenergie, ne, wird ja schon genutzt im Solarium. Aber ich frage, was ist mit Mondkraft? Ne? Dort ist noch Potenzial, ne? Denn die wird kaum genutzt. Ist ja eine Ressource, denn die Energie, die die Sonne aufbringt, damit es am Tag hell ist, muss ja der Mond aufbringen, damit es nachts dunkel ist. Logisch. So. Ich versuche hier nebenbei gut rüberzukommen. Ja. Aber wie gesagt, Mondstudio gibt's nicht. So. Wenn ich hier morgen durch Köln laufe, stehe ich da mit meiner Mondcreme. Ne? Es
gibt ja nicht mal für die türkischen Freunde, es gibt ja nicht mal ein Halbmondstudio. Naja. Das Gleiche ist mit Windkraft der Fall. Deutschland hat noch für über 40 Jahre Windreserven. Wind kann fast überall preisgünstig abgebaut werden. Die Windräder stehen ja schon da. Die müssen bloß noch angestellt werden, dann erzeugen die Wind. Dann wird der Wind ins Kraftwerk umgeleitet. Dort wird er zu Strom zermahlen. Dem Wind wird das Ohm entzogen. Er wird in Volt und Ampere aufgespalten und an der Steckdose liegt Watt an. Ja, das gibt's ja alles schon. Also das ist alles schon praktikabel. Ich habe zu Hause Windstrom. So, und das geht einwandfrei. Es zieht zwar ein bisschen aus der Steckdose. Na und? Da habe ich vor der Steckdose, kann ich zuziehen, habe ich so kleine Vorhänge. Und dann. Und ein weiterer wesentlicher Hauptfaktor in meiner Mischkalkulation. Da muss ich gleich meine Tropfen nehmen. Genauso wichtig in puncto erneuerbare Energien ist Biokraftstoff, hier dieses E10. Da wird oft geschimpft, es wird gesagt, Ökoplörre. Hier hake ich nach und sage, nein, das ist ein Schritt in eine richtige Richtung. Denn beim E10, dort wird ja Bioethanol untergemischt. Also auf 20 Liter Kraftstoff werden 15 Gramm Petersilie untergehoben. Also originale Ethanolsilie. Die geht erstmal rein in den Tank, dort wird das verflanscht, dann geht das durch die Leitung durch, im Vergaser wird das verknallpufft und dahinter kommt dann der Osmosekatalysator. Und dort wird das Ethanol zur Leistung. Petersilie, PS. Ne? Da staune ich manchmal selbst, woher ich das alles weiß. Ne, also. Aber das geht halt nur bei den modernen Autos. Ne? Also bei den älteren Kisten, hier Opel und so, da geht es nicht, da kommt es sofort zu Kraftstoffthrombose, da ist alles verstopft und ganz schlimm, das Auto bleibt stehen, die Räder werden eckig und ach, ne? Die Frau wird frigid und der Rückspiegel wird stumpf und der Duftbaum welkt. Ja, also diese eben von mir angesprochenen Maßnahmen müssen umgesetzt werden. Alles andere wäre ein Weg in die falsche Richtung, denn wir müssen feststellen, unsere Erde leidet, sie heizt sich auf, sie wird wärmer und wärmer und ich prophezeie schon jetzt, die in Deutschland herrschende soziale Kälte reicht nicht aus, um die Klimaerwärmung zu kompensieren. Ja. Da scheue ich mich nicht, knallhartes Guten Morgen. Ja, hier herrscht heute offensichtlich ein gewisser Schlendrian. Im Klangkörper, das billige ich miss. Und das wird auch Konsequenzen haben. Schade. Also, wir machen es ja eigentlich immer so, es ist normalerweise Brauch, nach dem Konzert gehe ich in der Garderobe immer noch mal mit meiner Keksbüchse rum. Aber da wird heute wohl bei einem der Deckel draufbleiben. Diesen Brocken hat er sich selbst eingelöffelt. Ja.
So, aber Herr Stefan ist da. Das heißt, wir können zu dieser Problematik ein Lied spielen. Es ist ein Lied, in dem wir euch zum Inhalten auffordern. Das Lied heißt... Jetzt bin ich selber gespannt. Hört auf! Nicht erst, wenn die letzte Pflaume verdirrt, nicht erst, wenn die letzte Umwelt zerstört, nicht erst, wenn das letzte Geld verliehen, nicht erst, wenn der letzte Schrei geschrien. Nicht erst, wenn der letzte Verbraucher verbraucht, nicht erst, wenn die letzte Zigarette geraucht, nicht erst, wenn den letzten die Hunde gebissen, nicht erst, wenn das letzte Hemd verschlissen, sondern ich fordere bereits jetzt, hört auf! Hört auf! Hört auf! Nicht erst, wenn die letzte Messe gelesen, nicht erst, wenn du einschläfst, halb vier auf dem Tresen, nicht erst, wenn der letzte Empfänger verzogen, nicht erst, wenn der Kapitalismus uns betrogen. Wenn das letzte Kompott verkohlt, nicht erst, wenn die letzten Äpfel vom Keller hochgeholt, nicht erst, wenn der letzte Drops gelutscht, nicht erst, wenn überhaupt gar nichts mehr flutscht, sondern ich fordere, wie gesagt, schon jetzt, hört auf! Hört auf! Hört auf! Über zwei Vulkane gelegt. Das ist der Ast, an dem ihr sägt. Ich frage mich, wie lange das noch gut gehen kann. Dieser Tanz auf dem Vulkan, dieser Tanz wird nicht mehr lange gut gehen. Quer durch alle gesellschaftlichen Schichten muss ein Ruck gehen. Es müssen Maßnahmen eingeleitet werden. Maßnahmen! Oh, das nervt. Wirklich. Maßnahmen, die ich hier nicht einzeln auflisten kann, weil das rhythmisch unstrukturiert rüberkommt. Aber mein Forderungspaket ist bereits geschnürt. Hört auf! Hört auf! Hört auf! Hört auf mich!
Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ich freue mich sehr über dieses Klatschen. Also es wurde ja sogar doppelt geklatscht. Einerseits rhythmisch und dann hat es aber dazu geführt, im konkreten Fall, dass diese manuell erzeugten Impulse das Ende des Liedes auseinanderdröseln ließen. Haben einige in der Gruppe hier ein Schaulaufen veranstaltet. Scheinbar ist es so, dass manchen in der Band mein Erfolg zu Kopf steigt. Ne? Also das tut weh. Aber wir fahren fort im Programm. Und wir kommen nochmal zurück auf das Motto des Abends, Kämpfe. Es wird also gekämpft auf der ganzen Welt, das wissen wir. Und der härteste Kampf ist der Geschlechterkampf. In diesem Kampf droht die Frau zu unterliegen. Denn es ist einfach so, seit Menschengedenken, seit 5000 Jahren, wird die Frau vom Mann dominiert und unterdrückt. Ja, warum? Haha, haha, ne? Es hat sich bewährt. Moment, ich möchte hier keinen Applaus aus der chauvinistischen Ecke. Also ich kann für mich sagen, dass ich in diesem festgefügten Rollenklischee Mann, Frau, also ich spiele da nicht mit. Also ich beurteile Menschen nicht nach dem Geschlecht. Und Frauen gleich gar nicht. So. Und in diese verkrusteten Strukturen kommt aber Gott sei Dank Bewegung, denn in immer breiteren Bereichen des Lebens emanzipiert sich die Frau. Wir sehen es in Berufszweigen wie Bundeswehr. Dort werden Soldaten ausgebildet, also Soldatinnen und Offizierinnen und Feldwebelinen. Und das ist ein positives Moment. Ja, denn eine Frau ist friedensstiftend, sie ist deeskalierend. Ne? Also sicherlich, also wenn die Frau zu Felde zieht, klar, dann wird im nächsten Krieg bestimmt mal von hinten geschubst. Ne? Da wird mal gekniffen und gekratzt oder der Feind wird totgequatscht. Da klatschen die Überlebenden des letzten Gefechts. Ne, also was weiß ich hier, Panzerschlacht, ne, muss abgebrochen werden. Ne, so, alle haben sich verfahren. Ne, ne. Die Frau macht kurz vorm Gefecht nochmal bei Pek und Kloppenburg vorbei. Sind neue Tarnjacken reingekommen. Also, ich denke, zwei rein weibliche Heere, ne, die würden sich überhaupt nicht begegnen. So, ne, die einen wären nicht fertig mit Packen. Und die anderen, wenn die sich dann tarnen, wenn die sich dann so Lehm ins Gesicht machen, dann fangen die an, kann ich so gehen? Ne? Ja. Also, eine Frau ist friedensstiftend aufgrund ihrer weiblichen Veranlagung, aufgrund ihrer Feminimösen Art. Ja, also friedensstiftender als der Mann, als jetzt der klassische Soldat, der Testosteron-geschwängerte Gesichtsgünder, der eben kämpfen will. Ne, wenn er einmal loszieht, der Samenulf, dann will er Beute machen. So, ne? Hier, und der Kleine, das ist der Schlimmste, ne? Der Wurfzwerg immer so. Ja. Und diesen Prozess der Emanzipation, diesen Prozess erleben wir in allen Bereichen des Lebens, zu Hause, Sport, Kultur, Politik, auch hier in der Öffentlichkeit, also überall Frauen. Und die Frauen werden immer stolzer und immer selbstbewusster. Ne? Also das kann man nicht leugnen. Die Waffen der Frau haben sich verändert. Ne? Vor 100 Jahren, was war die Waffe der Frau? Irgendwas, was zu Hause rumlag, Bratpfanne, Nudelholz, stumpfe Gegenstände. Ne?
Enttäuscht ist die Frau selbst, spitz wie Möhre. Sie hat ihre Waffen am Mann oder an der Männin. Also, ne, hier, ne, die kritische Masse unterhalb des Kinns. Ne, das sind ja die Reize, da hat die Frau dem Mann was voraus. Denn was ist beim Mann hier in puncto Reizen? Hier ist nichts, hier ist dümpelnde Körperhalde. Ne? Schruz, Blödsinn, Flachstrecke, ungenutztes Beet, also wirklich Quatsch. Ne? Beim Mann hätte man gleich das Gaumenzäpfchen auf die Hüfte stecken können. So. Und diese Reize weiß die Frau natürlich auch sehr wohl einzusetzen. Ne? Überall im Internet, in Hotlines, Erotik. Und. Wobei ich jetzt natürlich nicht der Typ bin, der dort anruft. So. Oder es ist besetzt, oder... Also, ich bin Olaf genug zuzugeben, ich habe einmal in so einer erotischen Dienstleistungsannahmestelle angerufen, da habe ich mich verwählt. Ne, wie es so ist, bin abgerutscht von der Wahlwiederholung. Und... eigentlich wollte ich Großmutter sprechen. Ne? Und landete dort in so einer Hotline, war auch gleich so eine dran, so eine Lusturzel, und hat mich auch gleich in so eine erotische Dramaturgie involviert, aber ich weiß halt, wie so eine Hotline funktioniert, ich bin ja nun auch nicht in der Vulkaneifel aus dem Krater geklettert. So. Ne? Und da ich eben wusste, wo es lang geht, deshalb habe ich die erstmal in ein Gespräch verwickelt. Und gegen Ende wurde es noch mal laut, aber nach einer Stunde war die Sache in trockenen Tüchern. So. Jetzt ist es aber so. Viele Männer sind überfordert von der Flut an weiblichen Reizen. Ne, überall ist das ja allgegenwärtig. Auf dem Plakat eine Frau, im Schaufenster die Puppe, daneben eine Kundin, ein Bild, Frauen überall, in sämtlichen Aggregatzuständen. Ne? Und meist sogar nackt. Also wenig an, kaum was drunter, viel aus. Also Splitterfaser Blumenkohl. Ne? Da stehen sie da, mit solchen Betonbusen, also Brustbunker, trotz borgender Uneinnehmbarkeit, es sind Götzinnen der Wollust. Da, ich rede mich hier in Rage. Also da muss ich sagen, ich kann dann nur für mich sprechen, aber ich fühle mich von dieser Flut an Reizinformationen in gewissen Minuten schon sexuell belästigt. Also ich möchte nämlich selber entscheiden, wann und warum ich mein Genital bemühe. Ja. Ich bin nicht gewillt, tagtäglich meinen Samenzehnt auf dem Altar der Demut abzuämmeln. Ja. Also, selbst wenn ich wollte, wäre ich dazu körperlich gar nicht in der Lage. Aber es muss Schluss sein damit. Ich sage ja zur Erotik, habe aber gleichzeitig die Hoffnung, dass beide Geschlechter sich besinnen auf ihre Liebesfähigkeit und dass sie erkennen, ja, wir können uns doch auch einfach mal nur gerne haben. Ne? Muss immer gleich Sexualität im Spiel sein? Nein. Ne? Denn das unterscheidet uns ja vom Tier. Lieben kann sich nur der Mensch. Das andere sind Gnus. Ne? Ja. Fortpflanzen, das ist Gnutige da. Ne? Hastiger Verkehr, höck, höck. Aber auch mal zuhören, gerade wenn der andere nichts zu sagen hat. Also, das kann nur der Mensch, und deshalb haben wir ein Liebeslied geschrieben, das wir jetzt spielen möchten. Es ist ein sehr leises und zerbrechliches Lied, ein Lied, mit dem wir, mit dem wir der Zweisamkeit Huld erweisen,
wie wir uns ergänzen, wie Magnete, wie Plus und Minus, unser Hymnus an den Zwiesens. Vertrauen, mit dir kann ich ohne Augen schauen, mit dir kann ich lachen ohne Grund, mit dir werd ich ohne Arznei gesund, mit dir kann ich turnen ohne Reck, mit dir kann ich essen ohne Besteck, denn wir sind schwarz und weiß, kalt und heiß, arm und reich, hart und weich. So sind wir, nur wir zwei beiden, das ist der Dualismus, wo ich mit muss. Fliegen ohne Flügel, mit dir kann ich reiten ohne Zügel, mit dir geh ich baden ohne Teich, mit dir kann man brechen ohne Deich, mit dir seh ich Himmel ohne Wolken, mit dir kann ich löten ohne Kolben. Yin und Yang, Ping und Pong, Kling und Klang, King und Kong. Wir sind wie Orang und Utan. So sind nur wir zwei. Mit dir kann ich tanzen ohne Rhythmus, nur auf einem Bein. Mit dir kann ich Alkohol trinken, ohne fröhlich zu sein. Berg und Tal, Lust und Qual, Katz und Maus, Klaus und Klaus. Wir sind wie Brutto und Netto. Wir sind Plus und Lidl. So, wer so sagt, hat Reserven. Und ich möchte jetzt hier und sofort nämlich auch gleich etwas sehr Persönliches preisgeben. Und zwar möchte ich von einem Traum berichten, ohne überhöhte Erwartungen zu wecken. Also ich sage gleich, ich träume nichts Aufregendes, nichts mit bizarren Monstern und Elfen und Trollen und Wichten hier irgendwie nachts, dass er rauskommt.
dass er aus dem Rhein steigt. Also so etwas erlebe ich höchstens bei meiner Bettgenossin. Carola träumt sehr intensiv, also wenn meine Freundin Schlaf ausübt, dann träumt sie auch immer das Gleiche. Das ist wirklich sehr phänomenal. Sie hat immer das Gleiche, den gleichen Ablauf. Jede Nacht steht sie vor einem Kaufhaus. Drinnen gibt's alles umsonst, aber sie kommt nicht rein. Ja. Da wurden schon Traumdeuter befragt und Gremien tagten, wo ich immer sage, Mensch, macht's nicht so kompliziert. Ne? Eigentlich ist es ja ganz simpel. Einfach mal am Tag träumen, nachts hat's Kaufhaus zu. Aber bei mir ist das wie gesagt anders. Ich träume hart an der Realität. Ich träume wirklich nur, dass ich da liege und schlafe und wache dann vor Langeweile auf. Aber der eine Traum, von dem ich hier und jetzt Zeugnis abzulegen gewillt bin, war ein Traum, in dem ich unsere Welt sah, wie sie sein könnte, wenn sie besser wäre. Es war eine Welt des Verständnisses, eine Welt des Glückes. Ich sah Friede, ich sah Freude, ich roch Eierkuchen. Es war wunderschön. Alle Menschen waren Freunde, also zumindest auf Facebook. Alle haben sich vertragen. Ich sah einen Afroafrikaner, der einen blinden Skinhead über die Straße führte. Wunderschön. Und vor so viel Glück erwachte ich, habe mich in die Küche geschleppt und habe mir gesagt, Olaf, alte Hundelunge, was kannst du tun, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen? Und ich musste feststellen, da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Ne, denn unsere Welt ist ungerecht, überall, in allen Sektoren ungerecht, im sozialen Bereich ungerecht, behinderten Menschen gegenüber. Also da muss ja selbst ich mich mit in die Pflicht nehmen. Da muss ich mich am Scheitel packen, solange ich noch ankomme. Also, denn in meiner eigenen Wohnung geschah etwas äußerst Befremdliches. Es wurde gefeiert, nicht mal von mir selber, sondern von einem Kumpel, den ich schon ganz lange kenne. Also wir haben ganz viel erlebt. Wir haben zusammen wurden zusammen eingeschult, wir haben zusammen 10. Klasse gemacht, wir haben zusammen Abitur gemacht. Spätestens jetzt merkt man, er ist es nicht. Ganz viel erlebt. Also wir haben zusammen studiert, wir haben zusammen Zivildienst verweigert, wir haben die erste Freundin, wir haben ganz viel erlebt. Und letztes Jahr war es soweit. Er wurde 30 und vernehme ich hier ungläubiges Murmeln. Also, ich habe die Stelle natürlich bewusst so eingebaut. Klar, ne? Also, um auch mal zu überprüfen, wie aufmerksam hier zugehört wird, und finde ich also gut, einige haben es also gemerkt, der ist ein Jahr älter. Und da haben wir gesagt, okay, feiern wir mal richtig. Ne? Da haben wir sogar jemanden eingeladen. Und dann haben wir gegessen, dann haben wir getrunken, dann haben wir gefeiert. Dann hat einer gelacht. Und es schaukelte sich hoch und dann wurde nochmal gegessen. Und dann wurden Witze erzählt. Die Witze gewannen an Härte und Drastizität. Sie büßten ein an ideologischer Oberflächlichkeit und kurz vor 12 schlug's 13. Da fing einer an, Witze zu erzählen auf Kosten behinderter Menschen, also sogenannte Taubstummenwitze. Ne? Obwohl bei der Feierlichkeit sogar gehörlose Menschen eingeladen waren. Und da habe ich gedacht, Frau Mütze, Helm ab. Ne? Also, das war zu viel. Also hätte es mir nicht die Sprache verschlagen, würden mir die Worte fehlen. Ich war, ne, also, wer mich kennt, der weiß, ich mache auch gerne mal einen Spaß. Ne? Also, aber da, nein, das war das vielen too much. Und da, also deshalb bin ich auch nicht gewillt wiederzugeben, was der erzählt hat.
sondern ich werde nur rein sachlich meiner Informationspflicht nachkommen. Es war also so, der Witzerezitator stellte die polemische Frage in den Raum, auf welche Art und Weise onaniert ein taubstummer Mensch? Und anhand der Ausübung dieses masturbativen Vorganges, ne, dieser meist manuell erzeugte, freudeverheißende Vor- und Zurückhub. Jetzt wird's ein bisschen dirty. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, der taubstumme Mensch onaniert mit links, ne, denn mit rechts muss er ja stöhnen. Und ich... Dass hier gelacht wird, das macht mich betroffen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, sowas lässt er vom Stapel, obwohl taubstumme Menschen in Hörweite stehen. So, ne? Und da herrschte für mich Diskussionsbedarf. Ich bin aufgestanden, als einziger von uns dreien. Und ich habe ihn zur Rede gestellt. Ich habe ihn gefragt, Mensch, woher kennst du sowas überhaupt? Ich habe ihn gefragt, Mensch, warum erzählst du sowas? Ich habe ihn gefragt, Mensch, hast du noch mehr drauf? So. Und diese Zivilcourage kann jeder einbringen. Dann kann man sich zur Wehr setzen gegen Ungerechtigkeit, die ja überall auftritt, in Konzernen, durch Behörden, durch Ämter, durch Willkür. Das ist ja überall, ne? Mannigfaltig ist sie, die Ungerechtigkeit. Also, ne? Ich empfinde es zum Beispiel als ungerecht, wie man mit unserer Sprache umgeht. Ne? Also in der Öffentlichkeit draußen, was muss man oft hören? Was laffelt mir gelegentlich ans Schallgebälk? Na, wir sind ja viel unterwegs als Künstler. Und da gehen wir natürlich, wenn wir dann auf Tournee sind, mal auch in eine Gaststätte essen. Und so waren wir vor ein paar Tagen beim Australier. Im, wie ist das, weiß nicht, Sydney-Eck oder Vancouver, irgendwas, genau. Und ich saß da. Australisches Restaurant, hab gemütlich meinen Aborigines-Auflauf reingepfiffen. Also diese typische Kost, die hatten für Kinder ganz schön so Koala-Gulasch und ein Faultier-Mettigel. Und wirklich empfehlenswert. Also fremd, aber gut. Ich habe zum Beispiel, hatte ich noch nie zuvor gegessen, eine Kängurusuppe. Hausgemacht, nicht hier aus dem Beutel. Ja, ne? Und ich saß und aß und neben mir war auch eine Gruppe, die saßeten und aßeten. Und dann war ich fertig mit aß und da hatte ich Zeit, saß ich so am Tisch und da habe ich dann so ein bisschen um mich gehört, ne, wie ich es von früher noch kannte. Und da... Da habe ich am Nebentisch eine Gruppe ermittelt, war ein bisschen suspekt, einige waren fertig und tendierten aushäusig. Einer blieb sitzen, hatte was gefunden und jener rief denen hinterdrein, und jetzt kommen wir wieder zur Sprache, er rief, wem seine Jacke gehörten die? Da dreht sich einer rum und sagt, ich. Ja. Ich weiß. Hier in Köln fällt das nicht so auf, aber das ist ja nun wirklich die grammatikalische Blutgrätsche. Ne, es müsste ja eigentlich heißen im Deutschen, wessen seine Jacke, also fünfter Fall. Ne? Fiktiv, das ist ja erweiterter Infinitiv mit Anorak, also Kapuze, optional. Also, da denke ich dann immer, Mensch, niemand hat mir das Vermögen, unsere schöne deutsche Sprache zu sprechen. Ne, das ist schade. Also, es ist sogar so, die schöne deutsche Sprache stirbt aus, die deutsche Sprache wird mehr und mehr durchsetzt mit Anglizismen. Und was mich am meisten nervt, sind fast immer Englische. Ja. Und da sage ich, da mache ich nicht mit. Mit mir, no way.
Andererseits weiß ich auch, ich bin Olaf genug. Ich kann die Verenglischisierung unserer Sprache nicht stoppen. Immer mehr wird ja verenglischt. Ne? An jedem Kiosk steht dran, hier Kaffee to go, neu jetzt auch zum Mitnehmen. Ne? Und es gibt Erhebungen. Im Nachtclub-Milieu, dort hat sich schon am meisten durchgesetzt. Jeder dritte Nachtclub Deutschlands heißt Mon Ami oder Morning Rouge. Ne? Morning Rouge ist natürlich ein Sonderfall, das ist eine französische Anglizisme. Aber ich denke, ein Nachtclub würde genauso gut funktionieren mit einem deutschen Namen. Ne? Hier, was weiß ich, zur Brust. Ne? Je nach Größe, so was Kleines hier, Schniedelwutz-Baracke. Also, da kann es ja auch mal ein bisschen volkstümlich werden. Da sehe ich so was Heimatverbundenes in Bayern, Lederhosen und dann so ein Holzschild und mit dem Lötkolben reingraviert, hereinspaziert ins Fickstübchen. Ne? Aber die guten Vorschläge verpuffen. Und überhaupt ist kein Politiker in der Lage, die anstehenden Probleme zu lösen. Und deshalb haben wir als Gruppe einen mutigen Schritt getan. Wir haben ein Lied geschrieben, in dem wir fremde Wesen einladen aus fernen Galaxien. Die Außerirdischen sollen herkommen. Sie sollen sich die Sachgemengelage auf der Erde hier unvoreingenommen anschauen. Und danach werden wir gemeinsam im Verbund nach Lösungsvorschlägen suchen. So ist es erstmal gedacht. Allerdings blies uns Kritik entgegen. Es wurde gesagt, das Lied wäre Mumpitz. Es würde angeblich falsche Signale senden. Es hieß, die Erde wäre schon voll. Überall Menschen, überall Ausländer. Und jetzt laden wir auch noch Außerirdische ein. Also, falls Menschen hier sein sollten oder zuschauen sollten, die diese Befürchtungen haben, denen kann ich die Angst nehmen. Wir laden in diesem Lied zwar Außerirdische ein, aber wir singen nichts von Übernachten. So, wenn sich damit einige wohler fühlen. Also wie lange die fremden Wesen dann bleiben, das würde ich dann klären. Nach der Landung des Raumschiffs würde ich dann mit dem Leiter des UFOs reden. Aug in Aug. Oder je nachdem, womit er guckt. Das Lied möchten wir jetzt spielen. Es heißt Unser Planet. Unser Planet ist rund wie die Welt. Schwerkraft ist die Kraft, die Mensch und Häuser festhält. Im Sommer ist es warm und im Winter fällt der Schnee. Wolken ziehen am Himmel und am Boden wächst Poree. Wir Menschen sind weiß, gelb und braun, schwarz ist bloß der Moor. Fliegt ihr über Afrika, seht ihr's durchs Fernrohr. Wir Menschen singen, lachen und wir backen unser Brot. Als Kinder sind wir klein und am Ende sind wir dick. Mit diesem Lied lade ich euch ein, auf unserer Welt zu Gast zu sein. Wenn ihr mich jetzt hört, überlegt nicht mehr, steigt in euer UFO. Und fliegt her. Wenn ihr uns sucht, fliegt Richtung Sonne, von dort ist's nimmer weit. Funkt, wann ihr landet, eine Landebahn liegt bereit. Kommt ihr im Winter, denkt an eine Jacke und meldet euch nach der Landung in der Luft, Aufsichtsbaracke. Mit diesem Lied lade ich euch ein, auf unserer Welt zu Gast zu sein. Wenn ihr mich jetzt hört, überlegt nicht mehr, steigt
in euer UFO. Und fliegt her, gleich wie ihr ausseht, ihr seid willkommen hier. Die Erde steht euch offen, ich bürge euch dafür. Denn mit diesem Lied lade ich euch ein, auf unsere Welt zu Gast zu sein. Wenn ihr mich jetzt hört, überlegt nicht mehr, steigt in euer UFO und fliegt hierher, denn mit diesem Lied lade ich euch ein, auf unserer Welt zu Gast zu sein. Wenn ihr mich jetzt hört, überlegt nicht mehr, steigt in euer UFO. Vielen Dank. Ja, da bin ich also frohen Mutes, dass sie sich auf den Weg machen und dann irgendwie hier landen. Und für mich wäre es schön, wenn die UFO-Türe, also die UFO-Beifahrertüre aufgeht und die kommen raus und das Erste, was wir zu hören bekämen, wäre: Wir hätten gerne mal einen Herrn Schubert gesprochen. Das wäre für mich die mentale Erektion. So, Themenwechsel. Jetzt wird's ernst, denn jetzt möchte oder muss ich eine problematische Strukturation beprangern, die nicht mehr wegzureden ist. Unsere Gesellschaft vergreist. Die Menschen werden immer älter. Es wird fröhlich gelebt, obwohl das Hirnwasser schon Flocken schlägt. Die Menschen werden aufgrund der guten Vorsorge immer älter und sind bis ins hohe Alter mopsfidel, ausdauernd, elastisch, sportlich, fit. Das ist das Motto der Gesellschaft. Turne in die Urne. Ja. Diese Tendenz ist leider völlig neu, denn noch im Mittelalter wurde in der Regel mit 30 Jahren biologisch beiseite getreten. Das ist heute anders. Wenn heute der Tod, der grimme Schnitter, wenn er heute an die Pforte klopft, ta-ta-ta-ta, so habe ich das noch in der Schule gelernt, das Schicksal klopft an die Pforte, ta-ta-ta-ta, so hat das Beethoven vertont, so klingt es natürlich heute nicht mehr, denn heute gibt es ja auch keine wuchtigen Pforten mehr. Ja, eine Türe wird heute irgendwie bei Hornbach zurecht geschreddert. Lieblos. Vom Lehrling, vom lustlosen Lutz. Ne? Eine Hand am Handy, die andere in der Hosentasche, mit dem Fuß wird dort irgendwas hingespackt. Ne? Wird in Klinke festgeötet und ein Behelfsscharnier dran. Also das Einzige, was die Türe zusammenhält, ist das schlechte Gewissen. Ne? Also wenn er an so eine Türe anklopft, der Tod, ne? Da ist nichts mit tä-tä-tä-tä, sondern da macht's Mölb. Der Tod, da steht er da, da muss er klingeln. Oder er hat sich per Handy einen Klopfton downgeloadet. Unter www.nocknock.de. Aber ja, wenn der Tod dann seine Botschaft formuliert, wenn er sagt, es ist soweit, jetzt bitte mal den Löffel abgeben, ja, dann sind ja alle überfordert, dann heißt Moment, dann heißt Jungs, kommt mal gucken, vor der Tür steht ein Typ mit Sense. Ja, der will sich Besteck borgen. Ja, der Tod bekommt nur freche Antworten. Ja, der wird rumgeschickt wie so ein Zeuge Jehova. Ältere Menschen haben ein gewisses Einsehen, die sagen, klar, irgendwann mal will ich sterben, aber doch nicht jetzt schon mit 97. So. Ne, erstmal Karriere, Kinder kriegen, durchstarten. So sieht's aus. Es wächst eine Gesellschaft heran mit
null Bock auf Friedhof. Ne? Gottes Acker, fuck off. Ja. Bitte. Und diese Thematik, also diese Sterbensmüdigkeit, so nennt es, muss man bekämpfen. Ganz einfach, sterben muss attraktiver werden. Ne? Das ist ja so, so dieses gesamte Bestattungswesen, das ist alles so, so öde. Dort muss frischer Wind rein, eine Erlebnisbestatteria. So, dass man die Leute ein bisschen an die Hand nimmt, dass man sagt, hier, wer nicht kommt, wird abgeholt. Ne? Freundlich, aber bestimmt. Ne? Und am Krematorium, schickes Banner dran, hier, Alter, hier gehe ich in die Asche. Ne? Denn ne, die Chance auf ein schickes Grabmal hat man ja heute auch nicht mehr. Das war ja früher auch anders. Wenn man auf dem Friedhof sich das von früher Geschaffene anschaut, wenn man dort das Auge äsen lässt, ne, dann sieht man ja wuchtigste Sockel von erhabenster Monstranz. Was dorthin gebalmt wurde und die Insignien in güldenen Lettern, der Name, da wird man ja blass vor Ehrfurcht, wenn dort steht Graf Dapsul von Zabeltau, Fabrikbesitzer. Ne? Und daneben gleich noch ein größerer Grabstein, noch mehr Rosetten dran gebammelt und noch ein Engel obendrauf, der hat einen Hut auf mit einer Bommel aus Kupfer. Ne? Und noch ein längerer Name, Graf Schenk von Hohenlohe, Knilch bei der Wumme. Königlicher Adjutant im Stabsinfanterie, Feldwebelregiment des 14. Bataillons, das geht hinterm Grabstein weiter. Ne? Und dann geht man in die Abteilung der Gestorbenen aus den letzten 30 Jahren. Da steht dann so ein kleiner grauer Grabstein, ne, so ein Campinggrabstein. Marmor, Laminat. Da ist dann mit dem Edding draufgeschrieben: Uwe Obst. Hartz IV. Ne? Also, die Berufe klingen heutzutage nicht mehr ehrfurchtgebieten. Das ist einfach so. Wenn man heute irgendwo anfängt, dann ist man ja nicht mehr Ingenieur oder Hausmeister, sondern man ist Junior Development Consulting Constructing Facility Suppenkasper-Blödmann. Ne? Ne? Dann fragt man den, was machst denn du? Da sagt er, ich kann mich nicht merken. Huh. Ja. Und deshalb, deshalb sage ich immer, man muss zu Lebzeiten so auf Erden wandeln, dass das auf dem Grabstein gut rüberkommt und dass es für die Nachwelt plausibel ist. Finde ich wichtig. Also für mich ist schon wichtig, was auf dem Grabstein stehen wird. Beim Jochen. Da steht dann drauf, Jochen Barkas, gelebt von bis. Beruf, teilgenommen. Ne? Und Herr Stefan, nicht mal das. Ja. Ne? Bleibt frei. Ne? Da steht nur da, Herr Stefan, drunter ist Raum für Notizen. Schade. Also, ich habe ja für mich beschlossen, ich brauche gar keinen Grabstein. Ich bin ja praktizierender Buddhist, ich glaube an Wiedergeburt und so. Ich mache gar keinen Grabstein, ich mache bloß einen Zettel hin, komme gleich wieder. Ja, insgesamt muss es aber. Insgesamt müsste aber die Überalterung gestoppt werden. Die Regierung macht aber gar nichts. Man lässt das alles so laufen. Mal gucken, was passiert. In 20 Jahren heißt es hier bei RTL: ne, Dieter Bohlen, Deutschland sucht den grauen Star. Ne? Und ich beobachte sogar, je mehr die Gesellschaft verfällt, je älter sie wird, desto mehr muss die Jugendlichkeit hervorgehoben werden. Das ist alles irgendwie schick, trendy, hip und dieser ganze schönheitschirurgische Wahnsinn. Die Frauen rennen scharenweise in die Schönheitschirurgie, wie man ja heute sagt, in die Änderungsfleischerei. Ne? Dann sitzen sie dort beim Beauty-Metzger und sagen hier, halbes Pfund Brust. Ne? Oder lassen sich noch irgendein Flansch an die Rosette klöppeln. Ja. Mal gucken, wo Platz ist. Hier, schicke Zierleiste, klar. Ne? Wird schon halten, dritte Titte auf dem Rücken. Haha. Dazu sage ich,
Nein, denn der Körper hat es so gewollt. Quatsch, der Körper muss es machen. Der Schöpfer hat es gewollt. Bin schon ganz konfus. Auch ich verfalle. Das ist so im Alter, das setzt alles aus. Man wird so, da kann man, das, ich merke es genau. Also ich bin jetzt in dem Alter, ich bin jetzt 20. Und ich spüre, der Körper will runter. Ne? Ich spüre, wie er mich magisch anzieht. Der Humus. Ne? Ja. Ne, wenn ich mal so spazieren gehe im Wald, dann höre ich ihn schon, wie er mich ruft. Hm? Olaf. Hm? Olaf. Ne? Wie er mich schon duzt. Na und? Da kann man nichts machen. Im Alter gibt es dann so eben Zersetzungen, Ausfall. Es gibt Ausfallerscheinungen. Hier ist schwer zu erkennen. Von oben sieht man es vielleicht. Hier, vor ein paar Tagen, ein wichtiges Deckhaar weggebrochen. Hm? Das ist nicht mehr kaschabel, aber... Na und? Was ficht mich an? Ha? Mich ans nichts ficht. So, also... Ich will überhaupt nicht jünger aussehen als andere Jugendliche. Denn ich habe erhebliche Zweifel, dass die Jugend von heute in der Lage ist, die anstehenden Probleme zu lösen. Gerade die Jugendlichen bei uns aus Sachsen, ne? Ho, ho, ho. Die haben ja oft noch weniger Haare als ich. Ja, die haben... Die gibt's viele, die haben früher zu viel rechtsdrehenden Joghurt gekriegt. Ne? Der Nationalbolschewik. Also, sind wir auch schon mal in Kontakt geraten. Ne? Da gab es eine Podiumsdiskussion, da war ein rechter Jugendlicher und ein linker. Der rechte war so groß, sag ich mal. Also war nicht sehr groß, eher so ein bisschen untersetzt. So, also ein bisschen breiter dafür. Also nicht sehr groß, also vermutlich im Tunnel groß geworden. Und sehr kräftig aber. Also, der hatte diese Bizepse. Überall. Der war völlig verbizepst. Das war ein Komplettseps. Ne? Also kräftig, also wirklich medizinisch gesehen rund. Mein Vater hätte gesagt, eine Tablette. So. Ja. Ne? Während ich ja eher zum Zäpfchen tendiere. Ja. Wie gesagt, sehr kräftig, aber im Geiste schlicht. Erkenntnisresistent. Also hier oben war wirklich Flachdach unbegrünt. Tundra-Perm und Dauerfrost. Wie sagt man so schön? Ja, zwei Gehirnzellen. Klingt ja erstmal viel. Aber die wussten nichts voneinander. Ne? Das war so irgendwie. Naja. Ich... wie gesagt, ich will hier überhaupt auch nicht verallgemeinern, ich meine das ganz pauschal. Es gibt Jugendliche, die sich bemühen, aber insgesamt ist die Jugend nicht mehr beherrschbar. Die Jugendlichen machen, was sie wollen, sie rotten sich zusammen, es sind zusammengerottete, renitente Ronnies. Ne? In der Großstadt nehmen sie sich, was sie brauchen. Autos, Handys, Technik, Computer, Gebäck. Ne? Mit ihren grob behauenen Fingern. Ne? Das, was der Bäcker des Nächtens bug, wird zerbröselt und dann spucken sie auf den Bürgersteig. So was. Also, da verstehe ich dann auch die Erwachsenen, dass sie den Kontakt abbrechen, dass da sagen die, du kommst nicht mehr rein, Mürke. Und dann sind die Jugendlichen in der Clique und die Erwachsenen gucken alleine fern und dann sehen sie Reportagen über ihre Kinder und dann erkennen sie, ja, ach stimmt, wir haben auch viel falsch gemacht. Ach, hätten wir doch damals, ne, was weiß ich, abgetrieben. Oder? Es ist verrückt, ja. Ja.
Das ist das Problem unserer Gesellschaft. Es werden nicht nur zu wenige Kinder geboren, sondern auch noch die falschen. Wir jedoch steuern gegen. Wir als Gruppe wissen, wir können die Jugendlichen erreichen. Wir können sie abholen, wenn wir wissen würden, wo sie hinwollen. Aber wir sprechen die Sprache der Jugend. Die Sprache der Jugend ist die Sprache der Musik. Es ist die Sprache des Rappes. Es ist die Sprache des Hippes und des Hoppes. Richtig. Es ist angloamerikanische Jugendkultur aus den Slums. Und ich muss natürlich ältere Menschen warnen, die Sprache der Jugend ist eine sehr deftige Sprache. Sie hat ihr verbales Zentrum im Schritt. Und es wird manch fatale Termini gesungen. Böse, grob behauene Worte wie Hoden. Also ich singe nicht Hoden, sondern ich rappe es. Hoden. So. Und vielleicht singe ich sogar Eichel. Also mal sehen, ob ich es auf die Spitze treibe. Steht momentan noch in Klammern. So, dieses Lied möchten wir also jetzt spielen. Ein Leitfaden für die Jugendlichen. Unser Jugendrap. Hört's euch mal an. Und Uwe, wenn du ein Mädchen bist, natürlich anders. Man denkt, dir wäre alles Schnuppe, doch du spuckst den Erwachsenen in die Suppe. Du liebst flotte Musik und pfiffige Kleidung, deine kurzen Haare wehen im Wind. Doch musst du checken zu begreifen, dass auch gute schulische Leistungen wichtig sind. Übst du Freizeit aus in dem Quatsch? Das hab ich nicht verreppt. So. Am Nachmittag trinkst du Erfrischungsgetränke, die teilweise Alkohol enthalten. Das ist vom Prinzip in Ordnung, doch du musst dich an das Jugendschutzgesetz halten. Halten. Genau. Hoden. Du besprühst die grauen Wände deines Blockes in den Straßen ganz allein. Doch die kryptischen Zeichen, die du malst, müssen auch für Erwachsene lesbar sein. One, two, three, four. Hey! Hallo, Jugendlicher! Biete bitte keinen Raum für Zukunftspessimismus! Ich wiederhole, hey, hallo, Jugendlicher. Ich war auch mal jung, doch aus mir ist trotzdem etwas geworden. Eines Tages möchtest du mit einer Partnerin Sexualität erleben. Das ist richtig, das ist wichtig. Doch wisse, was ich schon herausgefunden habe. In meiner Freizeit. Der Geschlechtsverkehr hält nicht, was die Onanie verspricht. Am Wochenende übst du Freizeit aus, indem du still vor dich hinschillst. Du empfindest Langeweile, weil du nicht weißt, was du in deiner Freizeit tun willst. Doch, du könntest so viel machen.
Du könntest zum Beispiel was basteln. Ein Kastanienmännlein. Du könntest aber auch eine Rolle Toilettenpapier abrollen und innen aus der Pappe einen Serviettenhalter basteln, schack. Einen Serviettenhalter basteln, schack. Da kannst du runtergehen in den Hobbykeller. In den Hobbykeller runtergehen und schack. Mit der Laubsäge drüber gehen, schön übers Material, mit der Rundpfeile, mit Buntpapier kannst du da was machen. Das kannst du dann zum Schluss deiner Oma schenken. Vielen Dank. Ja, ganz wichtig zum Schluss, da muss sie kommen, die Ghettofaust. Das wird man ja hier kennen aus Mülheim. Aber es freut uns, dass euch der Stoff gefällt. Ist ja wichtig, dass wir die Atzen erreichen. Und ich denke, man hat gemerkt, dass wir auch immensen Aufwand betrieben haben für dieses Lied. Wir haben extra ein Brüssentape erstellt, da waren wir extra in Stuttgart. Stuttgart ist ja die Hauptstadt des deutschen Rappes, das Mekka des Hip-Hopes, das werden nur die wenigsten wissen, aber es ist wirklich so, die erfolgreichsten Hip-Hopper kommen aus Stuttgart. Ne, hier die Fantastischen Vier, Söhne Mannheims, um nur drei zu nennen. So. Ja, so, jetzt ist es spät geworden. Ein Blick auf meine Uhr entfällt. Aber der innere Olaf appelliert, er sagt, es ist Zeit vergangen und dass Zeit vergeht, heißt natürlich auch, dass wir langsam nun zum Schluss kommen werden und müssen. Wir möchten aber nicht von der Bühne weichen, ohne noch einen Song zu spielen, der mir sehr wichtig ist. Nächster Song ist einer meiner wichtigsten Songs. Das Lied entstand bei mir daheim. In meinem kleinen Bohemian-Verschlag, als Zeit war, da war ein Tag, da war nichts zu tun. Ne? Da habe ich mal gedacht, Mensch, machst du einen auf gemütlich? Da habe ich mal so richtig abgeölaft. Ne? Mal so alle Viere gerade sein lassen und den Fünften auch. Und da habe ich mich in die Küche gesetzt, habe mir ein Getränk aufgemacht und ich hatte so ein kleines Schälchen mit Knabbergebäck. Tat ich sukzessive in meine Schluckkombüse und dabei war ich ein bisschen eingeschlafen und plötzlich erwache ich und ich sehe im Zimmer, in der Küche ein lumineszentes Bündel, eine Lichtgestalt, ich sehe eine Erscheinung, eine weibliche Erscheinung, aber keine katholische Marienerscheinung, sondern es war eher eine weltliche Erscheinung. Also schwer zu sagen. Es war schon ein religiöses Erlebnis, aber auf atheistischer Basis. Also die Erscheinung war in jedem Falle weiblich. Hatte keinen Schnauzbart. Das ist ja bei Erscheinungen schon mal die halbe Miete. Erscheinungen mit Schnauzbart sind in der Regel von den Stadtwerken. Ja. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht, dass mir noch einer mit Schnauzbart erscheint, nicht dass mich im Traum noch der Führer heimsucht. Nein. Oder der andere Verrückte hier mit dem, Wolfgang Petri. Ja. Oder beide auf einmal, ne? Hätte ich dann gerufen, hier, Petri heil. So. Nein. Kann ich also Entwarnung geben, die Erscheinung war also weiblich, erschien ja auch in der Küche. Und sie sprach, Olaf, keinen Tag darfst du verschenken, jede Minute musst du kämpfen mit deinen Texten, deine Texte sind Pfeile, deine Musik ist wie siedendes Pech. Und ich begriff, ja, sie sprach recht, ich war sofort voller Energie, ich war voller Elan, mein Blinddarm konnte wieder sehen. Ich wusste, ja,
Ich kann den Herrschenden in die Suppe spucken, ich kann ihn in die Flinte bullern, bei Bedarf in die Kanone ich kann die Welt verändern, aber ich kann die Welt nur mit euch verändern. Also, ne, das geht nur im Verbund. Alleine sind wir alle nur jeder. Aber in der Gruppe sind wir mehrere, in der Masse sind wir am meisten, am vielsten sind wir, weil am wenigsten fehlen. Und das ist auch die zentrale Aussage unseres letzten Liedes, das letzte Lied, unser musikalisches Manifest, unser Hymnus möchten wir jetzt anspielen, wie wir also alle gemeinsam füreinander einstehen können. Das Lied heißt 6 Milliarden wollen nicht mehr warten. Man merkt also, es ist schon eine Weile alt, wir haben es geschrieben, da gab es 6 Milliarden, jetzt sind es glaube ich schon 6,83. Klingt aber doof. Wenn ich jetzt singen würde 6,83, da rede ich mir an Wolf. Deshalb habe ich das mal runter multipliziert auf 6. Und ich denke, damit sind wir auch schon im Wesentlichen organisatorisch durch. Und das letzte Lied ist wie gesagt so wichtig, dass ich mir deshalb hier nochmal die Eisengitarre vor den Zerwanst knete. Um unsere Botschaft zu transportieren, 6 Milliarden wollen nicht mehr warten. Mit diesem Lied möchten wir uns von euch verabschieden. Sachlich bleiben. Sechs. So ein Tuhu-Wabuhu. Ich bin soweit. So. 6 Milliarden Herzen wollen schlagen. 6 Milliarden Münder stellen Fragen. 6 Milliarden Menschen möchten glücklich und frei sein. Und von 3 Milliarden Penissen ist mindestens einer zu klein. 12 Milliarden Seelen wollen lieben. Und 12 Milliarden Lungenflügel möchten fliegen. Für 12 Milliarden Ellenbogen ist es hoffentlich bald vorbei. Und 12 Milliarden Augen sehen mehr als 2. 12 Milliarden Hände möchten fröhlich winken. Und 12 Milliarden Mittelfinger möchten nicht mehr stinken. Wir sind viele, wir sind so viele. Doch nur gemeinsam sind wir viele. Wir sind viele, wir sind so viele. Doch nur gemeinsam sind wir viele. Milliarden Zähne möchten in eine Bockwurst beißen. Und 6 Milliarden Popos müssen danach auf die Toilette. 24 Milliarden Quadratmeter Haut gibt es hier auf Erden. Das sind über 10.000 Hektar und die wollen gestreichelt werden. Endlos viele Haare wollen frei im Winde wehen und nicht vor Kummer ausfallen oder zu Berge stehen. Wir sind viele, wir sind so viele, doch nur gemeinsam sind wir viele. Wir sind viele, wir sind so viele, doch nur gemeinsam sind wir viele. Drum lasst uns vermehren, denn wenn wir noch mehr wären, wären wir noch viel, viel mehr. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. 40 Millionen Genitalien gibt's alleine in Italien. Kommt her. Yeah.
sehr verehrten Damen und Herren. Dankeschön an Olaf Schubert. Vielen Dank. Jochen Bartas und Herr Stefan. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.